Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? Die Sonne geht im Osten auf, Hitler ging im Osten unter. Wenn man Aschenputtel rückwärts guckt, handelt es von einer Frau, die ihren Platz findet. Woran erkennt man, dass ein Pole im Weltraum war? Am großen Wagen fehlen die Räder. Warum haben Frauen eine Gehirnzelle mehr als Pferde? Damit sie beim Putzen nicht aus dem Eimer saufen. Dieser Moment, wenn die Simpsons mittlerweile die einzige normale Familie im Fernsehen sind. Wie startet man eine heftige Party in Afrika? Kleb einen Toast an die Decke. Rosen stechen, Veilchen stinken, scheiß auf Liebe, ich geh was trinken. Pro-Tipp: Erstens, im Kaufhaus vollen Einkaufswagen suchen. Zweitens, leeren Einkaufswagen ankoppeln. Drittens, Euro klauen. Viertens, weglaufen. In Afghanistan wird jetzt der Führerscheinkurs in Verbindung mit Sexualkunde angeboten. Naja, wenn der Esel schon mal da ist. Was Tauben im Park denken, es gibt viel zu tun, kacken wir es an. Am 18. Februar, nur im Kino. Also so langsam sollten sie es doch besser wissen. Ich sehe Frauen gerne lachen, dann sehe ich, wie weit sie den Mund aufbekommen. Frauenparkplätze sind ein gutes Beispiel für die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Schwitzen ist in Wirklichkeit das Weinen von deinem Körper, weil er will, dass du aufhörst, dich zu bewegen. Ich hasse es, wenn Leute ihre Witze im Plusquamperfekt geschrieben hatten. Mein Name ist etwas kompliziert, ich buchstabiere Max Meyer-Krzyzowski, M-A-X, M-E-I-E-R und Krzyzowski, wie man spricht. Diese Mädels von heute, in der Gruppe eine vorlaute Schnauze, aber kaum zerrt man sie abends allein ins Gebüsch, wimmern und heulen sie wie kleine Babys. Habe beim Arzt im Wartezimmer gesessen und so lange einen Stock angestarrt, bis dieser umfiel. Ich starre nun auf Menschen. Habe etwas Shampoo bei meine Boxen gekippt. Jetzt sind sie kaputt. So viel zum Thema extra Volumen. Was? Mein Fitnessstudio hat seit 1997 geschlossen? Würde eine Frau auf dem Mond landen, würden sie den ersten Schritt erwarten. Wenn Deutschland nochmal in einen Weltkrieg verwickelt wird, setzen wir einfach Frauen in die Panzer und lassen sie rückwärts einparken. Drei Kinder sind abends lang in einem Baumhaus wach und plaudern. Sagt der Erste: Gestern Nacht hat mich mein Papa seine Schlange anfassen lassen. Darauf der Zweite: Mein Papa hat mich seine Schlange sogar küssen lassen. Das dritte Kind fing an zu weinen. Ich wünschte, mein Papa wäre auch Reptiliensammler. Mich hat er gestern Abend in den Arsch gefickt. Der Erste, der mich bei WhatsApp anstupst, bekommt einen aufs Maul. Zuckerberg: Oh, mein gratis WhatsApp läuft ab. Ich glaube, ich kaufe es komplett. Schon witzig, dass Bildschirme schwarz sind, wenn sie nicht arbeiten. Orangen sind in männlich und weiblich zuzuordnen. Die männlichen spritzen dir ohne Vorwarnung ins Auge, die weiblichen sind immer sauer. Jo Leute, lustige Witze gibt's ab jetzt jeden Freitag um 17 Uhr. Gebt mal einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis nächste Woche.